Chromosom 21. Willkommen bei Chromosom 21. Ich sitze hier mit Alexander und das ist Folge Nummer 2 zum Thema Down-Syndrom im Bauch. Moin Alexander. Moin Kalber. Das ist ja ein interessantes Thema, ein sehr vielschichtiges Thema. Down-Syndrom im Bauch. Weswegen das aber nach der chronologischen Reihenfolge her natürlich auch auf Platz 2 steht oder als Folge 2 ansteht, weil das ist sozusagen der Beginn von allem. So, und deswegen wollen wir das Thema heute mal in vielen Facetten und Details beleuchten. Ich habe auch ein paar Kinder und habe in Erinnerung, als meine Frau mit den Kindern schwanger war, waren das irgendwie 10 ziemlich ruhige Monate bis zum Tag der Geburt. Es gab da so hin und wieder ein paar Dinge, ein paar Fragen, die aufgetaucht sind. Aber wie das ist bei jemandem, der dann vielleicht mit diesem Down-Syndrom und dieser Frage nach dem Down-Syndrom konfrontiert wird, das ist mir so nie geläufig. Deswegen würde ich dich heute dazu interviewen und dir vielleicht die eine oder andere Frage stellen, die mir im Laufe der Jahre dann erst bewusst geworden ist, weil im Nachhinein betrachtet habe ich mich zu dem Zeitpunkt nie irgendwie damit auseinandergesetzt. Wie ist denn das bei euch gewesen, als ihr festgestellt habt, schwanger und Bibi, es geht los? Ja, also 10 ruhige Monate waren es nicht. Die waren ziemlich unruhig. Versuch doch mal chronologisch wiederzugehen. Ja. Wie das, also man, in der Regel kommt die Frau ja mit so einem Stäbchen aus dem Bad und meistens mit irgendwie mit so einem schönen, mit flammenden Augen und einem Lächeln und teilt dir da was mit. Genau. Soweit war auch alles ganz normal. Die ersten Wochen war da sozusagen nichts Besonderes. Mhm. Also es war ja auch unser zweites Kind und da wusste ich schon, ja, das war eben da ganz normal. Man kannte das schon. Ne? Man kannte das schon und man freut sich natürlich, man ist tatsächlich einfach dann in wie sagt man so schön, in guter Hoffnung und malt sich das dann natürlich in verschiedensten Farben aus und freut sich. Dann gibt es ja natürlich einen Termin beim Frauenarzt, ja, wo man entweder zusammen hingeht oder wo die Frau eben allein hingeht. Und das war bei uns auch so. Und ja, dann... Naja, also es liegt bei mir leider schon wieder ein paar Jahre zurück. Das heißt leider, zum Glück, die sind ja nun schon ziemlich groß. Ich habe in Erinnerung, wenn man zum Frauenarzt geht, gibt es dann zunächst erstmal, wie heißt das? Hier, Dingsbums? Ein Ultraschall. Ein Ultraschall, ne? So. Genau. Und da sieht man, dann bekommt man in der Regel so ein Bildchen in die Hand, wo dann so irgendwas Gummibärartiges irgendwie sichtbar ist. Genau. Das ist so der Punkt 1. Dann vergehen wieder ein paar Wochen, ne, so von der Abfolge her, und dann kommt der nächste Prüftermin. Es sei denn, es ist zwischenzeitlich irgendwie bei der Mutter was aufgetreten, was ihr unangenehm war oder Beschwerden hatte oder so. Genau, so kann man sich das vorstellen.
Am Anfang gibt es mehrere Ultraschalluntersuchungen, in der im Prinzip ab der 6., 7., 8., 9. Woche geht es los. Da wird sozusagen geschaut, wie lange die Schwangerschaft zum Beispiel schon tatsächlich ist, also wann jetzt sozusagen die Empfängnis war. Und um dann auch das Geburtstermin berechnen zu können, oder man kann halt auch schauen, ob eben alle Gliedmaßen da sind und so weiter. Mhm. Habe ich nie auf den Fotos erkannt. Ja, am Anfang hat es nur so gezeigt und das ist da und das ist da und ich habe das immer nicht verstanden. Auf den Bildern, das war mir... Ja, das sind einfach die ersten Untersuchungen und ich denke, vor allen Dingen ist es so ein bisschen auch der erste Beweis, dass da tatsächlich irgendwas Besonderes ist, ne, im Bauch, dass da was los ist. Die Frau merkt ja am Anfang auch noch keine Bewegung des Kindes, sondern vielleicht einfach, dass es ein bisschen übel ist oder verschiedene andere Dinge in der Befindlichkeit so da sind, aber die sind nicht so deutlich. Und wenn man da jetzt hingeht und das erste Mal dieses Bild kriegt, auch einfach schon bei der Frauenärztin ist, ne, dann merkt man, warum bin ich denn jetzt hier? Ist irgendwas passiert? Und dann da schlagen die... da freut man sich einfach. Ne? Na klar, das ist schon was Spannendes, Besonderes. Genau, und die Frauenärztin macht dann eben diese Ultraschalluntersuchung und kann da verschiedene Sachen feststellen. Und unter anderem wird da auch die Nackenfalte gemessen oder... die Länge des Körpers und verschiedene Dinge können da gemessen werden. Also es gibt so Voraussetzungen, Maßangaben und so, die prüfen, ob das so der Norm des Alters der Eizelle oder der befruchteten Eizelle und so weiter entspricht. Ne? Genau. Und hinzu kommt dann noch, abgesehen jetzt von vielleicht jetzt der Größe der Zelle und der Form der Zelle, dass dann eben noch zusätzlich die Möglichkeit geboten wird, dass man das, was man eben nicht per Ultraschall oder auf dem Bild sieht, dass man noch andere Tests machen kann. Und da habe ich noch in Erinnerung, genau diese Nackenfaltenmessung oder so ist relativ früh, ne? Genau. Wie geht denn das los? Die Nackenfalte... ist das überhaupt die erste so derartige? Ja, ne? Naja, das gehört zum Ersttrimester-Test. Hm. Das ist ein Test, der wird eben nach dem ersten Trimester, da wird sozusagen die Schwangerschaft in drei Teile aufgeteilt. Und wenn der erste Drittel durch ist, macht man den, um, das heißt Verfahren zur Risikoabschätzung. Und da kann man mit diesen Messungen sozusagen rausbekommen oder man misst Dinge, die auf andere Sachen hindeuten, die auf eine Behinderung hindeuten oder die hindeuten können oder auf die verschiedensten Dinge. Und da ist diese Nackentransparenz ein Indikator, die man misst sozusagen, wie dick die Nackenfalte beim Baby ist, Fötus. Und je nachdem, wie dick die ist, ist das ein Hinweis darauf, dass irgendwas anders sein könnte. Und jetzt vielleicht nochmal als Beispiel, bei uns war das dann so, dass die eben doppelt oder dreimal so dick war, wie jetzt normal ist. So. Mhm. Und dann gibt's, dann sagt der Frauenarzt, sagt dann, das ist ein bisschen ungewöhnlich und es kann auf verschiedene Dinge hinweisen und schaut dann in seine Liste. Bei so einer Nackentransparenz hat man dann eine Wahrscheinlichkeit von zum Beispiel 1 zu 100, ach echt? Ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen. Das machen die schon so? Genau. Boah. Ja. Also ich kann mich erinnern, als sie das bei uns gemacht haben, diesen Test, das dauert dann, glaube ich, auch ein paar Tage, so bis das Ergebnis da, wenn ich mich erinnere, war das so irgendwie 2 Tage oder so? Also die Transparenz eigentlich nicht, aber... Also das Ergebnis dann dessen, das ist schon vielleicht ein paar Jahre zurück. Ja, ich weiß es nicht, kann auch länger gedauert haben oder kürzer. In jedem Falle war das eine ziemlich, also wir waren total gespannt, also so aufgeregt gespannt,
weil das ist, war so ein Indikator, ist jetzt alles in Ordnung oder nicht. Und als dann die Meldung kam, ja, Test war in Ordnung, war nichts auffällig und so, da ist uns dann echt ein Viererstein vom Herzen gefallen. Genau. Okay, und bei euch war es so, dass bei uns war es so, die Dicke irgendwie abwich. Genau, die Dicke war dicker als normal und das ist eben ein Hinweis darauf, dass da was sein könnte. Dann hat die Frauenärztin uns verschiedene andere Tests noch empfohlen. Was für Tests das waren ist, das? Genau, da gibt es verschiedene Bluttests, wo verschiedene Eiweiße gemessen werden im Blut der Frau. Und man kann da, die geben weiteren Aufschluss über so ein statistisches Risiko. Mhm. Ja. Ich muss dazu sagen, am Anfang diese Wahrscheinlichkeit bei der Nackenfalte, wenn man dann so hört, 1 zu 30 oder 1 zu 19 war das doch, ich weiß es nicht mehr genau, irgend sowas, mit dieser Wahrscheinlichkeit hat unser Kind Down-Syndrom, dann 1 zu 50 Trisomie 13 und 1 zu 60 oder 70 Trisomie 18. Das sind zwei andere Chromosomen-Ungewöhnlichkeiten, die es gibt. Und das kriegt man so im Paket dann so als Information. Wie Broschüren oder wie? Naja, man kriegt, ja, eigentlich alles, man kriegt es gesagt einfach. Ja, man kriegt es vom Arzt geknallt, ja. Genau, na klar. Aber das ist doch total abstrakt. Ich meine, du kriegst da irgendwelche Verhältnisse und Zahlenverhältnisse und Wahrscheinlichkeiten irgendwie an den Kopf geknallt. Wie, was, wo? Genau, man muss sich ja auch vorstellen, ne, in der Schwangerschaft, man hat sich ja am Anfang große Gedanken, Vorstellungen gemacht und man ist eben in guter Hoffnung für die Zukunft und dann will man vielleicht eben auch dann wissen, was mit dem Kind ist oder möglichst alles für das tun und dann sagt man eben auch, man nimmt diese Dinge wahr, die die Frauenärztin anbietet und so weiter. Stimmt, ja. Und vielleicht auch ohne groß nachzudenken, war bei uns auch so, wir haben da nie vorher einen Gedanken groß dran gemacht. Ja, ne? ja. Und dann nimmt das so ein bisschen seinen Lauf. Diese Wahrscheinlichkeiten verändern sich immer, man muss sich auch vorstellen, man wartet dann, hat immer so ein bisschen, es gibt so eine Wartezeit zwischen den einzelnen Untersuchungen, wo man sehr unsicher ist, wirklich. Und dann kommt eben der nächste Test. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Dieser Eiweißtest, da werden die Eiweißstoffe, ich habe hier einen schlauen Zettel, da steht das drauf, Eiweißstoffe H, C, G und P, A, P, P werden da gemessen. Und mit anderen Indikatoren wie dieser Nackentransparenz oder verschiedenen anderen Dingen, weiß ich, das Nasenbein wird, glaube ich, vermessen. Das wird irgendwie vermessen und dann bekommt man, dann wird gerechnet und man kommt auf so einen Risikowert. Ne? Und den hatten wir ja und muss man sich vorstellen, die Information gab es recht schnell. Dann kam diese Untersuchung der Eiweißstoffe. Ja. Das hat dann auch eine Weile gebraucht, ehe das Ergebnis da war. Und in der Zeit ist man wirklich ganz schön hin und her gerissen. Ja, ich glaube schon nach diesem Nackentransparenz-Ding, oder? Wie habt ihr das aufgenommen? Wie nimmt man denn sowas auf? Wenn man vom Arzt gesagt oder von der Ärztin gesagt bekommt, also wir haben hier festgestellt, das weicht irgendwie ab. Und das gibt da so eine Wahrscheinlichkeit, dass so und so viel, im Verhältnis so und so viel zu so und so viel, das und das vielleicht auftreten könnte. Mhm. Habt ihr das da schon ernst genommen? Oder also ja, das erschrickt einen schon, oder? So. Ich überlege. Naja, also ernst genommen ist vielleicht jetzt blöd. Klar nimmt man das ernst, aber... Ich habe es schon ernst genommen und ich war tatsächlich ganz schön überrascht, konsterniert oder so, war auch so ein Gedanke da, das kann jetzt nicht sein. Und habe dann
auch versucht, einfach nicht weiter dran zu denken. Weil das war erstmal so eine Information, die kam einfach so. Und es sollte dann noch einen anderen Termin bei der Frauenärztin geben, wo das nochmal geprüft wird, oder in der Uniklinik. Und in dem Moment habe ich das dann einfach von mir weggeschoben. Ja. Weil im Moment, ich konnte da jetzt eh nicht viel dran ändern. Stimmt. Und das sind dann Gedanken, die man sich nicht so machen, die ich mir nicht machen wollte. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn man jetzt 1 zu 100 hört zuerst, ja, oder dann später 1 zu 19, das sind ja wahnsinnig kleine Prozentsätze. Ja, ja, ja. Und wann ist diese Zahl 1 zu 19 aufgetaucht mit diesem Bluttest dann? Oder? Nee, die 1 zu 19, ich überlege gerade, die kam nach der Nackentransparenz. Diese 1 zu 100 oder 1 zu 200, die es vorher gab, das war sozusagen das, sag mal, Hintergrundrisiko. Ja. Na, wenn einfach eine Schwangerschaft bei einer Frau in dem Alter, ja, mit einer Schwangerschaft vorher, die hat so ein sogenanntes Hintergrundrisiko. Und das hatte ich auch irgendwie im Kopf so. Und die 1 zu 19 kam durch die Nackenfalte. Und das habe ich dann wirklich versucht, eben wegzuschieben. Und aber auch, naja, wenn man sich vorstellt, 1 zu 19, ne? Also man hat 19 Fälle und in einem davon wäre jetzt ein Down-Syndrom dran. In 40 Fällen wäre eins davon Trisomie 13 und in 50 Fällen wäre eins davon Trisomie 18. Also das ist, ja, wenn man sich das mal überlegt, da habe ich mich dann ziemlich beruhigen können und da einfach auch nicht mehr drüber nachgedacht erstmal. Und dann kamen diese anderen Untersuchungen, diese Eiweißuntersuchungen, die dann auch eine Zeit wieder brauchten. Dann gab es auch noch einen anderen Ultraschall, der hat das auch nochmal, diese Nackentransparenz bestätigt. Und auch ein paar Tage später, und dann wurde irgendwie aus dieser Wahrscheinlichkeit 1 zu 17 plötzlich oder so. Und dann kommt dieser Gedanke wieder im Kopf zurück. Ist es jetzt doch Thema, aber es ist doch jetzt 1 zu 17 auch nicht jetzt total hoch. Und habe dann wieder versucht, das irgendwie wegzuschieben. Und das wird dieser Angstgedanke oder so, oder diese Unsicherheit wird ganz schön manifestiert in einem, ne? Dadurch, dass sich, also die Tests müssen ja dann, also es kommen ja dann immer mehr Tests hinzu, um das noch weiter zu bestätigen und so. Und irgendwann hast du ja, glaube ich, permanent dieses Unsicherheitsgefühl und pflanzt sich ja regelrecht ein. Genau, also einfach dadurch, dass es ja eine Wahrscheinlichkeit ist, ja, weiß man nicht richtig, was damit anzufangen. Ne? Ja. Es holt einfach nur das Thema in den Kopf. Ja, ja, ja. Und als dann das war, ich überlege gerade, auf einem schlauen Zettel steht, bei der Eiweißmessung 11. bis 14. Woche, als diese Ergebnisse dann da waren, da hieß es dann, gab es eine neue Wahrscheinlichkeit und die war für Down-Syndrom die Wahrscheinlichkeit 1 zu 2 und für Trisomie 13 1 zu 4 und Trisomie 18 1 zu 5. Das sind schon ganz andere Zahlen. Das sind ganz andere Zahlen. Und also das ist ja eine, also 1 zu 2 heißt 50-50. Genau, das heißt einfach zwei Fälle und in dem einen ist es so, im anderen ist es so. Ja. Oder vier Fälle und in einem ist es Trisomie 13, im anderen, in den anderen, ja, drei eben nicht, ja, oder eben 1 zu 5. Ja. Und da, an der Stelle, da ist wirklich, also da bricht so ein bisschen schon einiges zusammen und da ist man wirklich mitgenommen. Es ist ja schwer zu beschreiben, ich überlege gerade. Das glaube ich, ja. Das, Da denkt man kaum noch was anderes an der Stelle. So. Und aber ist es, und dann überlegt man weiter und dann kommt man dahin, wenn man sich dann überlegt, ich habe eine, hier geht es um eine Chance 1 zu 2. Und das ist dann plötzlich ein bisschen wie Lotto spielen, hat das was davon? Ne?
Und man klammert sich wahrscheinlich immer noch irgendwie an diese... Genau. Es könnte ja immer noch was anderes... Es könnte ja immer noch funktionieren, genau. Oder? Aber das Problem an der Aussage, ja. Ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2 oder auch 1 zu 19 oder ja. So. Aber bei 1 zu 2 ist es zugespitzt. Das Problem ist, es bringt einem oder es hat mir überhaupt nichts gebracht. Hm. Weil... die Aussage ist ja nur, es kann so oder so sein. Ne? Also, ja. Es gab hier... Das ist wie wenn du vorm Lostopf stehst, genau. Genau. Und da hast du zwei Lose. Das kann einfach nur so oder so sein. Und mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Und dann denkst du, okay, was soll denn das jetzt? Ja. Und dann hat meine Frau gesagt, sie möchte gerne... eine weitere Untersuchung machen. Kannst du dich noch erinnern, warum? War es eher eine Gewissheit haben wollen, dass es nicht so ist? Oder eher so eine Gewissheit haben wollen, dass es so ist, damit man sich darauf vorbereiten kann? Für meine Frau war es so, der Gedanke war, wenn das... Down-Syndrom ist, also Trisomie 21, dann wäre es für sie jetzt weniger ein Problem, das Kind zu bekommen. Also es geht einfach um das Thema, ob man es einfach bekommt oder nicht, ob man eine Abtreibung macht. Ja. Aber diese anderen Wahrscheinlichkeiten, Trisomie 13 und 18, die waren ja auch relativ hoch. Und da hat sie gesagt, da war sie unsicher. Da wusste sie nicht, was sie machen würde. Das wollte sie einfach wissen. Deshalb. Ja, ja. Das heißt, ihr habt euch also sozusagen, nachdem ihr wahrscheinlich das erste oder dann nach dem zweiten Test diese Verhältniszahlen gehört habt, habt ihr euch ja sofort begonnen, damit zu beschäftigen und zu belesen, oder? Oder ich meine, wer weiß schon, was Trisomie 13 ist oder 18 und so? Ja, ich selber habe mich da jetzt wenig belesen erstmal. Ich habe ja versucht, das... ziemlich wegzuschieben von mir. Also Verdrängung. Verdrängung wirklich. Ne? Und ja. Habe dann eben mich mit meinem Alltag beschäftigt und da waren ja genug Dinge zu tun und dachte, naja, das wird sich schon, das klärt sich schon. Da brauche ich mich jetzt nicht groß informieren drüber. Und so ein bisschen am Rande, aber nicht tiefergehend und habe dann eher überlegt, was habe ich denn für Erfahrungen mit jemandem, habe ich schon jemanden getroffen, der das Down-Syndrom hat. Aber auch nicht, also nicht ernsthaft habe ich da jetzt überlegt. Bei dem 1 zu 2 schon dann. Auf jeden Fall, da muss man sich so vorstellen, das sind 2-3 Wochen in der Schwangerschaft von diesem ersten Hinweis mit der Nackenfalte bis zu den Ergebnissen in dieser Eiweißuntersuchung und dann aber auch noch die folgenden. Das sind 2-3 Wochen, wo man eigentlich nur, also unterschwellig an das Thema denkt. What did you do when I told you we were through? You open up your arms. Another, I thought we would be committed for the haul. I hope inside I'd make you a mother. The loneliness kicks in and multiplies within. Thought I'd be much stronger than I'm acting. The sadness will not quit. Why'd we have to split? The better memories made now are killing me. Today will offer me a way to see your pretty face just in passing. Seeing how things
was all I'd run into you. Your body would be held by another. Loneliness kicks in and multiplies within. I thought I'd be much stronger. Within, I thought I'd be much stronger than I'm acting. The sadness will not quit. What we have to split, the better memories made now are killing me. Ne, wo das immer, ja. Wo man das immer da ist, mitschwingt, auch immer versucht, es wegzuschieben. Das ist eine ganz große Unsicherheit an der Stelle. Und klar, ganz auch gibt es dann auch viele Unterhaltungen, die man miteinander führt oder. Das muss das muss doch immer irgendwie Thema sein, ne? Genau. Das ist Thema und ich muss dann sagen, an der Stelle habe ich, aber eben weil ich es weggeschoben habe, dann auch mich nicht so viel drum gekümmert, wie das weitergeht, sondern habe dann ein bisschen meine Frau machen lassen. Die hat dann eben gesagt, sie möchte eine weitere Untersuchung. Ja. Da gibt es nämlich noch drei andere, die Kuriozotten-Biopsie, die Fruchtwasseruntersuchung und die Nabelschnurpunktion. Ja. Das sind sozusagen, man sagt dazu, invasive Untersuchungen, also es wird nicht nur geschaut, was da ist, sondern man nimmt da Blut an den verschiedensten Stellen. Bei der Kuriozotten-Biopsie nimmt man ein Stück Mutterkuchen, ne, aus dem, also man geht mit einer Nadel in den Bauch der Frau und holt so ein paar Zellen da raus. Ja. Bei der Fruchtwasseruntersuchung sticht man auch mit der Nadel eben ins Fruchtwasser rein, holt ein bisschen Wasser, Fruchtwasser raus. Ja. Und Nabelschnurpunktion. Dann holt man Blut aus der Nabelschnur raus. So. Okay. Und das sind Untersuchungen, die nicht nur, eben im großen Unterschied zu den anderen, nicht nur eine Wahrscheinlichkeit als Ergebnis haben, sondern mit sehr hoher Sicherheit eine Aussage, eine Diagnose machen können. Ne? Ja. Und wann finden die statt? Die finden hintereinander statt, ne? Naja, die Kuriozotten-Biopsie, das ist das, wo man sozusagen aus dem Mutterkuchenwasser nimmt. Das findet in der 11. bis 14. Woche statt. Und die Ergebnisse hat man nach 1 bis 2 Wochen. Oh, das ist ganz schön lang. Ist ganz schön lang, genau. Mhm. Und was man da rausbekommt, man kann eben das Blut oder den Mutterkuchen analysieren und bekommt Infos über die Chromosomen, über die Anzahl und den Aufbau und so weiter. Über die Chromosomen des Kindes, genau. Mhm. Und man kann sozusagen dann Rückschlüsse ziehen. Ne? Mhm. Man kann die zählen, man kann den Aufbau angucken, man kann auch genau reingucken in die Chromosomen und deshalb kriegt man natürlich auch raus, ob das jetzt eine Trisomie 21 ein Down-Syndrom oder eben auch eine andere Trisomie ist. Mhm. Und das Gleiche ist bei der Fruchtwasseruntersuchung. Ließen sich dort auch andere Bilder feststellen?
Ja, eben, man kann im Prinzip auch andere Behinderungen feststellen. Mhm. Mhm. Und genau, in der Fruchtwasseruntersuchung, das ist eine ähnliche Untersuchung, die findet nur ein paar Wochen später statt. Und die kann man noch nicht in der 11. Woche durchführen, sozusagen, weil da noch nicht so viel Fruchtwasser da ist. Und diese Untersuchungen haben beide, weil sie eben invasiv sind, ziehen die Möglichkeit einer Fehlgeburt nach sich. Ne? Zwischen einem halben und einem Prozent gehen sozusagen, gibt es eben eine Fehlgeburt. Ja. Das heißt, dadurch. Deine Frau ist ins Krankenhaus gegangen und wird dort richtig aufgenommen stationär. Und dann wird dieser Eingriff vorgenommen und dann kann es, bleibt so noch ein bis zwei Tage oder irgendwie sowas in der Art im Krankenhaus vermutlich, ne? Also so. Naja, das, ganz so war es nicht. Es war eine ambulante Untersuchung, okay. Genau. Mhm. Aber die ist dann trotzdem noch einen Tag danach in Beobachtung sozusagen. Mhm. Und, mhm. Genau. Und das Risiko einer Fehlgeburt besteht dadurch auch. Genau, das Risiko einer Fehlgeburt besteht. Mhm. Deshalb haben wir auch hin und her überlegt an der Stelle. Ja, ja. Aber meiner Frau war es sehr wichtig, weil sie eben die Information haben wollte, ob es ein Trisomie 13 oder 18 ist. Mhm. Und ja, so haben wir sozusagen diese Untersuchung gemacht. Und nach den angegebenen, was steht hier, 7 bis 14 Tage, also die muss man tatsächlich dann warten, um auf ein Ergebnis zu kommen, sind wir dann eingeladen worden, hier das Ergebnis ist da, kommen Sie mal zu uns. Da reden wir über Mutterkuchen gerade, ne? Jetzt. Genau, ja, genau. Genau. Wird man eingeladen in zum Frauenarzt oder in dem Fall, naja, wenn es eine Chromosomenuntersuchung gibt, dann gibt es da spezielle Praxen für, die heißen humangenetische Beratungen oder sowas. Humangenetisch. Genau, und da sind wir, da waren wir dann dort und haben die Information bekommen, eben, dass es sich um eine Trisomie 21, also Down-Syndrom handelt. Ja. Und wie haben die euch das gesagt? Hast du das noch so ein bisschen in Erinnerung? Ja, da waren zwei Ärztinnen da. Eher sachlich, oder? Also sie haben versucht. Ja, ziemlich genau. Die haben uns eben den Fund da gezeigt, hier so sieht es aus. Und wir haben dreimal das Chromosom 21 festgestellt und dann ziemlich, dann das ein bisschen erklärt. Ich weiß an der Stelle nicht mehr ganz genau, wie es war, weil in dem Moment da. Ja, da ist man ganz schön mitgenommen und da gehen da echt, also da ist die Aufmerksamkeit weg, so richtig. Ja. Und in dem Moment, deshalb weiß ich da sozusagen nicht mehr die Einzelheiten vom Anfang, aber es war so, wir haben uns dann auch, haben die natürlich erstmal da aussprechen lassen und haben da eben gesagt, was man jetzt machen könnte. Ne? Und dann ging es eben darum, ja, wir können hier auch eine Abtreibung veranlassen, wenn Sie das wollen. Sie müssten allerdings vorher eine psychologische Beratung machen. Hm. Aber wir können trotzdem auch die Woche noch, das wäre dann auch nötig, weil dann ansonsten die Schwangerschaft fortschreitet und dann kann man nicht mehr so eine einfache Abtreibung machen. Haben die uns angeboten, das in den nächsten paar Tagen zu machen. Hm. Bis zu welchem Monat kann man, oder bis zur vierten Woche kann man abtreiben? 12. oder 14. Woche kann man sozusagen so normal, in Anführungsstrichen, abtreiben. Danach leitet man im Prinzip eine Geburt ein. Ja, ja. Na, und ja, das haben sie uns gesagt, zusammen mit den Informationen, dass wir uns das wirklich gut überlegen sollten, weil so ein Down-Syndrom, da muss man auch wissen, dass das einen großen Einfluss auf den Alltag hat und dass sie, meine Frau in dem Fall, eigentlich vergessen kann, einer Berufstätigkeit nachzugehen, dass das Kind ziemlich sicher nicht laufen und sprechen lernen wird und außerdem, dass so Menschen mit Down-Syndrom nicht älter als 30 oder 40 Jahre werden. Und das haben die gesagt? Genau, das haben die gesagt und jetzt mit so Informationen. Ja, da ist man ganz schön mitgenommen. Ja. Ne?
Vielleicht nochmal als kurzer Einwurf zwischendurch. Das sind Informationen, die so sehr veraltet sind. Ne, die das liegt natürlich schon wieder eine Weile zurück. Ne? Nee, also die Information, dass ein Mensch mit Down-Syndrom 30 oder 40 Jahre alt werden kann, ja. Das ist einfach falsch heute. Ja, ne? Deswegen habe ich gerade gefragt, das haben die gesagt? Genau, das haben die gesagt. Also die haben euch ja dann Quatsch erzählt. Die haben uns einfach falsche Dinge an der Stelle erzählt. Und dann denkt man sich natürlich in dem Moment, also man ist sowieso mitgenommen von dieser Information, ja. Überwältigt. Mhm. Und dann kommt zu den vielen Gedanken, die man hat, auch noch dazu, ich werde mit großer Sicherheit sehen, wie mein Kind stirbt irgendwann. Ja, ja. Und das ist echt wie ein... Schreckliche Vorstellung. Das ist einfach eine ganz schreckliche Vorstellung. Schlimm. Und so Informationen haben wir eben dann bekommen. Und dann die Informationen, dass die mit großer Sicherheit ihren Job an den Nagel hängen können. Ja. Das war auch eine Information, die falsch ist, die veraltet ist. Und wieso erzählen die sowas? Naja, ich habe da auch lange überlegt, also die, warum? Also, warum wissen wir ja nicht, aber das ist ja einfach nur vollkommen falsch. Ja, ich denke mir manchmal, die haben da einfach ihren Job, ne? Die befassen sich da tagtäglich mit den verschiedensten Chromosomen, Konfigurationen an der Stelle. Und sehr sachlich, medizinisch, technisch wird das da vermutlich betrachtet. Und die sind dann einfach nicht auf dem Laufenden, was sozusagen das wirklich nach sich zieht. Das heißt, was am Ende wirklich dann so ein Down-Syndrom mit sich bringt oder so, das ist dann gar nicht mehr deren Aufgabengebiet sozusagen. Naja, also eigentlich ja schon, wenn sie sowas... die können dies feststellen. Aber was das dann in der Folge bedeutet, wahrscheinlich ist das dann schon wieder... Ja, oder müsste jemand dabei sein, der da Ahnung hat. Auf jeden Fall war es so, die waren unwissend. Vielleicht hatten sie auch kein Interesse da, sich weiter weiterzubilden, ne? Oder auch Vorurteile. Aber vor allen Dingen vermutlich auch Angst vor Klagen. Ne? Mhm. Was wir ja auch ansonsten oft in der Medizin haben, dass natürlich Informationen, die von Ärztinnen kommen, existenziell sind oftmals, in dem Fall ja auch. Ja. Und wenn dann jemand sagt, das wusste ich aber nicht und hätte ich gewusst und so weiter, dann hätte mein ganzes Leben einen anderen Verlauf genommen und deshalb verklage ich sie auf 2 Millionen, 3 Millionen, 10 Millionen Euro. Das kann ich mir schon vorstellen. Und das wird auch ein Teil sein, dass sie da Angst haben davor. Aber das kann natürlich nicht rechtfertigen, dass es falsche Informationen sind. Ne? Ja. Und da, die haben einfach, man muss ja dazu sagen, das hatte ich auch in der letzten Folge schon mal gesagt, vor Jahrzehnten oder Anfang des 20. Jahrhunderts, da war es tatsächlich so, dass viele Menschen mit Down-Syndrom nicht so alt wurden, weil eben die Herzfehler nicht sozusagen behandelt werden konnten und so weiter. Na, und aus den verschiedensten Gründen. Und das ist einfach heute anders. Ne? Man muss dazu sagen, an der Stelle, Menschen mit Down-Syndrom haben heute annähernd eine normale Lebenserwartung, wie andere Menschen auch. Ne? Ja, das waren die 70 Jahre. Gut, aber nun stell dir mal vor, es sitzt da bei diesen humangenetische Beratungsstelle. Man sitzt in dieser humangenetischen Beratungsstelle. So. Und man hat sich vielleicht so im Vorfeld jetzt nun doch schon aufgrund der Nackenfalte und der Blutwerte so ein bisschen damit beschäftigt, mit dem Thema und sich belesen. Und dann sitzen da die Spezialisten vor einem und präsentieren so einen Scheiß. Also so vollkommen, also das muss einem doch derart die Füße weghauen. Genau, das zieht einem die Füße weg so. Das ist ja irre. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Das, in jeder Hinsicht. Ich wusste einfach an der Stelle nicht, was ich sagen sollte. Ja, ne? Ja. Meine Frau hat dann, oder war ich, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall haben wir, das Einzige, was uns dann einfiel, war, ob sie uns
neben den Informationen, die ja vor allen Dingen medizinisch waren, auch Informationen geben könnten, die eher so unseren Alltag betreffen dann, ne? Ja. Wie, oder ob sie uns einen Kontakt geben könnten zu jemandem, der da drüber was weiß, weil uns war auch in dem Moment schon klar, dass die da nicht viel Ahnung haben davon. Das wurde dann nach dem, am Ende haben wir dann auch von denen so eine Information bekommen, einen Kontakt zu einer Frau, die dann eine Schwangerschaftskonfliktberatung macht. Also es gibt, wenn festgestellt wird, also wenn diagnostiziert wird, dass das Kind eine Behinderung haben wird oder irgendwie eine, so eine Auffälligkeit in Anführungsstrichen hat. Ich ahne, was kommt jetzt. Dann gibt es viele Angebote, die man wahrnehmen kann an Beratungen, an verschiedenen Hilfen. Das weiß man natürlich in dem Moment nicht. Und wenn die Beratung an der Stelle schlecht ist von diesen beiden Ärzten, erfährt man es auch nicht. Ja. Bei uns war es eben auch relativ schlecht und deshalb mussten wir nachhaken. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele in der Situation da an was anderes denken und dann nicht nachhaken und dann alleine gelassen sind damit. Ja. Ja. Alleine gelassen sind damit, sich in drei Tagen zu entscheiden, ob sie eine Abtreibung wollen. Das ist doch ein enormer Konflikt, der da entsteht. Genau, das ist ein großer... Also das ist ja ein Konflikt zwischen den Partnern. Also ich glaube, da stehen ganze Lebenswerke in Frage. Ja, wenn man viele Jahre miteinander verbringt und man hat vielleicht schon Kinder. Und dann kommt man an so einen, dann wird man vor so eine Information mit so einer Entscheidung gestellt. Das muss doch zur Folge haben. Also das ist doch... Genau, das führt dazu, an der Stelle denkt man natürlich ganz klar, was machen wir jetzt? Was ist jetzt, das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja... Was soll denn das? Wie kommt man da wieder weg davon? Wie kommt man da raus aus der Situation? Wie machen wir, dass das aufhört? Ne? Das sind Gedanken, die man sich macht. Und da gibt es natürlich einen einfachen Weg. Da gibt es dann erstmal... Die vorgeschlagen haben. Da gibt es dann erstmal einen einfachen Weg, genau. Das ist die Abtreibung. Dann beenden wir das alles und dann denkt man sich, dann ist man sozusagen ist man wieder auf los. Ja. Und also ich sag mal so, das war aber nicht mein erster Gedanke, war das gar nicht. Nee, das wollte ich jetzt nicht also sagen. Also der, ich überlege gerade, die ersten, also du hast es ganz gut gesagt, ne? Das ist wie, es zieht einem den Boden unter den Füßen weg, weil in dem Moment sozusagen alle Erwartungen, die man in das Kind und in die Zukunft hatte, die sind weg. Ja, die sind in Frage gestellt an der Stelle. Und bei mir war es so, ich wusste nicht, was ich machen sollte an der Stelle. Ich wusste nicht, wie meine Meinung sein soll. Ich konnte weder sagen, ich will jetzt Vater dieses Kindes werden, ich will sozusagen das Kind bekommen. Ich konnte aber auch nicht sagen, ich will es nicht bekommen. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, das Kind zu bekommen, weil ich einfach, das war so eine Unklarheit. Ich hatte einfach die Fragen, so verschiedene Fragen in mir, so wie was wird denn das heißen? Ne? Wie wird mein Leben dann sein? Ja? Werde ich noch so Dinge, werde ich noch einfach ein normales Leben führen können? Ne? Werde ich mich noch mit Freunden treffen können? Werde ich vielleicht auch in der Stadt an dem Ort wohnen können, wo ich möchte. Ne? Und dann denkt man sich, naja, dann müssen wir ja zu den Eltern ziehen und so weiter. Und da will ich aber vielleicht gar nicht wohnen. Nee, klar. Und dann ist sozusagen dieses Kind da der Grund dafür und dann steht das dem im Weg einfach. Ne? Das ist so eine Kettenreaktion, die sich da in Bewegung setzt dann im Kopf. Ne? Genau. Also man der überlegt sich dann, werde ich mein ganzes Leben lang jetzt dieses Kind pflegen, dieses behinderte Etwas, und mein ganzes Leben traurig sein deshalb, so Gedanken sind jetzt immer, vielleicht klingen die überspitzt, aber die sind nicht überspitzt, denn die macht man sich. Verschiedene andere Fragen auch noch und diese. Ich konnte da keine Antwort richtig drauf finden. Das sind existenzielle Fragen, die da... Und
Genau, und dann, bei mir fing es dann an, wir hatten, also man muss ja wieder, wir hatten ja diesen Kontakt zu dieser Frau, ja. Aber den hatten wir nicht gleich hergestellt, wir hatten auch nicht gleich einen Termin mit ihr, der hat dann einiges geändert, aber es ist ja wieder die Zeit bis dahin, ne? Vergeht ja wieder eine Woche vielleicht, ehe man dann weiterkommt. Wie war das mit dem Termin? Also ihr habt den Kontakt zu dieser Beratungsdame bekommen? War das schnell, einen Termin mit ihr zu bekommen? Das war dann recht, ging dann recht schnell. Ja. Aber so, auf dem Weg dahin, sozusagen in der Zeit dorthin, ja, kommen ja diese ganzen Fragen, die ich gerade beschrieben habe. Und bei mir auch, ich habe eine riesige Wut in mir gehabt. Ganz, auf was? Auf wen? Eine ganz große Wut auf meine Kindheit, auf meine Schule, auf meine Erzieher, auf meine Lehrer, dass die mir nichts darüber erzählt haben. Dass ich niemanden kennengelernt habe, der das hat, und dass ich also keine Ahnung habe, was das soll, dass mir das so eine Angst macht. Ne? Verstehe ich. Wollte ich nämlich gerade sagen, diese Angst, die man da hat und dieses Existenzielle, was da plötzlich auftaucht, entsteht ja auch nur durch ein bestimmtes Bild, was ja irgendwie transportiert wird, so gesellschaftlich. Genau, genau. Also entweder ist man damit gar nicht in Berührung, kennt das also nicht, was wieder was Fremdes ist, oder aber es wird vielleicht irgendwie negativ transportiert oder mit Problemen belastet transportiert, so, ne? Was natürlich auch wieder zur Folge hat, dass man davor Angst hat und sich scheut und nicht weiß, was da auf uns zukommt. Okay, du warst also wütend und warst klar und na, ich hatte auch, ich habe natürlich dann überlegt, hast du schon mal jemanden getroffen, der Down-Syndrom hat? Da war ich mir unsicher. Es gab dann irgendwie im Kindergarten gab es mal einen, der hat, da habe ich dann überlegt, kann das sein, dass der behindert war vielleicht? Als Kind merkt man das ja. Als Kind merkt man ist das gar ja nicht. Ne? Ja, nee. Der hat sich einfach ein bisschen komisch verhalten, ein bisschen anders als die anderen. Und dann habe ich mich natürlich erinnert, ja, als Kinder, da rennt man dann rum und ruft, ah, du Behindi und so weiter. Und dann lacht man die anderen Kinder aus und sowas. Und das will man sich ja nicht für sein Kind haben. Ja. Ne? Das stellt man sich vor, das möchte man nicht haben. Ja. Und das war sozusagen, das waren die Gründe, warum ich nicht sagen konnte, ich will das Kind haben. Zusammen mit der Unklarheit für mein Leben, für meine Selbstbestimmung, die ich habe. Ja. Und dann konnte ich aber auch nicht sagen, ich will es nicht haben. Also es waren sozusagen 2, 3 Wochen, 4 Wochen, die so intensiv waren, wo ich so hin und her gerissen wurde. Ich wusste nicht, was ich will an der Stelle. Ja. Ich konnte auch nicht sagen, ich will das Kind nicht haben, weil ich habe mir einfach gefragt, wer wird denn das sein? Ja, ich wollte wissen, wer das ist. Ne? Ich habe mir vorgestellt in meinem Kopf, wie könnten diejenige oder derjenige sein? Ja, wie ist denn die, wie denkt die denn? Ja. Oder wie ich war einfach so neugierig, das rauszukriegen. Und das ist eine riesige Zerrissenheit dann, ne? Es ist so ein Hin und Her. Und es gab dann sozusagen, später gab es ja dann die Entscheidung, wo wir uns dann eben dafür entschieden haben, die Abtreibung nicht zu machen, sondern das Kind zu bekommen. Das war auch dieser Grund, weil ich einfach das wollte, das wissen. Und wenn wir das Kind nicht bekommen hätten, dann hätte ich einfach mein Leben lang das nicht rausbekommen. Nee, genau. Und es wäre, das wäre ein... Schrecklich, oder? Das wäre schrecklich gewesen riesen, für mich. Ein Riesenloch genau. In einem... Und als zweiten Punkt habe ich mir auch überlegt, naja, es ist die einzige Möglichkeit, wieder zurück auf loszukommen für mich. Ne? Wir machen diese Abtreibung, erstmal jetzt abgesehen von meiner Frau, da werde ich dann noch was dazu sagen. Ja. Für mich war das so die Möglichkeit mit der Abtreibung. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, jetzt in einigen Jahren später in meinem Leben, irgendwann 10 Jahre später vielleicht,
auf der Straße jemanden zu treffen, jemanden kennenzulernen, der Down-Syndrom hat. Mhm. Und dann den ja. zu sehen, vielleicht kurz mit ihm zu sprechen und den nicht ganz unsympathisch zu finden. Mhm. Und also, das konnte ich mir nicht vorstellen. Das wäre so eine grausame Situation, die man nicht mehr los wird. Mhm. Mhm. Und da habe ich gedacht, ey, das hat so einen Nachhall im Leben an der Stelle für mich, hätte das gehabt. Das war diese Vorstellung für mich. Und dann habe ich gedacht, nee, vergiss es. Das kannst du nicht machen, auf keinen Fall. Und da war für mich die Entscheidung gefallen, nee, wir kriegen jetzt das Kind. Für dich? Für mich, genau. für meine Frau? Es muss aber, also es war ein innerer Konflikt, den du da über Wochen ausgetragen hast, mit dir selbst ausgefochten hast, immer hin, her und... Genau. Also auch vor allen Dingen mit mir selbst, denn meine Frau hatte den Konflikt nicht so. Mhm. Für die war, hat sie gesagt, für die war ziemlich klar, dass sie das Kind nicht abtreiben wird, wenn es ein Down-Syndrom hat. Mhm. Aber sie hat trotzdem diese Vorstellung gehabt, diese Ängste. Mhm. Und sie hätte es trotzdem bekommen. Mhm. Und hätte sozusagen eher da ein bisschen Angst vor der Zukunft gehabt, aber sie hätte es trotzdem bekommen. Sie hätte sich dem sozusagen gleichgestellt. So. Naja, ja. Für sie war das kein Grund, wenn auch diese ganzen Gedanken, die ich vorhin beschrieben habe, sie auch genauso mitgenommen haben. Ja. Und dann kommst du natürlich als Mann oder als Vater in eine komische Situation. Natürlich. Dann für mich stand fest, meine Frau will dieses Kind kriegen und ich habe sozusagen diese Diskussion, die ich vorhin beschrieben habe, in mir, die hat nur in mir stattgefunden. Mhm. Kann ich das auch sagen oder nicht? Und klar, mit dem Hintergrund, dass meine Frau das Kind auf jeden Fall bekommt. Mhm. Und wenn ich mich jetzt entschieden hätte dafür, dass ich es nicht möchte, dann wäre die einzige Möglichkeit eigentlich geblieben, die Frau zu verlassen. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Weil dann kannst du als Mann natürlich schön sagen, ja, da ist für mich dann wieder alles auf los. Mhm. Und das ist dann die Möglichkeit da. Mhm. Dass man sich, also die Gedanken, das ist dann halt sozusagen die Logik, ne? Irgendwie so ein bisschen. Und ja, ich stelle mir das grundsätzlich schon sehr, sehr angespannt vor. Also ich meine, in diese Situation, es gibt ja immer viele Krisensituationen im Leben, in denen sich sozusagen eine Partnerschaft ja auch bewährt oder bewähren sollte oder muss, so, ne? Was man ja erwartet. Und ich meine, das ist ja erstmal auch für jemanden, der plötzlich damit konfrontiert wird, eine Krisensituation. Und ich kann mir vorstellen, dass das sicher auch dazu führt, dass viele Partnerschaften bei diesen Entscheidungen, die da notwendig sind, komplett zerbrechen daran. Wahrscheinlich sogar, wenn sich beide Partner für ein und dasselbe entscheiden würden. Weil das hat ja immer Konsequenzen für das Folgeleben. Mhm. Ja gut, die Konsequenzen, die kennt man in dem Moment nicht. Ne? Nee, also, aber man stellt sie sich vor. Man stellt sie sich vor, genau. Und das ist der Punkt. Ja, und da geht es schon ganz schön her. Ja. Ne? Ja. Und aber da geht es natürlich auch her, da werden wir dann dazu kommen, wenn es am Ende gar nicht so ist. Ne? Ist also, aber es geht erstmal schon ganz, es ist einfach elementar existenziell an der Stelle. Ja. Ja. Und ich hatte ja gesagt, dass diese Gedanken da sozusagen in der Zeit im Prinzip stattfanden zwischen der Stelle, wo man diese hohe Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2 bekommt oder eben dann auch die genaue Aussage und eigentlich diesem Gespräch, was wir dann geführt haben. Ja. Da wollte ich jetzt gerne noch was dazu sagen. Wir hatten dann einen Termin, ja, möchte ich auch ganz sehr anderen Eltern raten, so eine Schwangerschaftskonfliktberatung zu machen. Bei uns mit einer Frau, die selber eine Tochter mit Down-Syndrom hat, eine Erwachsene. Das war uns ziemlich wichtig. Mhm. Das hat sie aber gar nicht in dem Gespräch groß raushängen lassen. Die hat sozusagen, die hat da einfach im Prinzip erstmal zugehört. Und, aber wie stelle ich mir das vor? Entschuldige bitte, dass ich unterbreche, aber wie stelle ich mir das vor? Sie hat zugehört. Ich meine, das fängt schon mit dem Begriff an. Ich habe mir das jetzt gerade so im Kopf versucht, habe ich das auseinanderzunehmen. Schwangerschaftskonfliktberatung.
Ist die Schwangerschaft der Konflikt? Oder ist die Schwangerschaft... Ja, irgendwie, ich denke, es geht einfach um Konflikte, die in der Schwangerschaft auftreten, wo man nicht mehr weiß... Mit der Schwangerschaft oder miteinander? Alles, wahrscheinlich jeder alles, Konflikt. Alles, irgendwie. Ganze Zusammenhang, ja. Ganze... Ja. Ja. Auch beziehungsmäßig, das hängt ja dann alles, ja, ist ja alles eine Sache. Eins, ja, ja. So, und dann kriegst du diesen Termin und da gehst du dahin. Ja, die kam zu uns nach Hause. Ach so, okay. Und er hat im Prinzip uns dann erstmal erzählt, was sozusagen passiert ist. Mhm. Und wollten dann, ja, eigentlich auch aus ihrer Erfahrung gerne wissen, also ja, wollten ein bisschen das, da auch, dass sie ihr von ihrer Tochter erzählt und so weiter, um ein bisschen rauszubekommen, wie das denn für sie war. Mhm. Mhm. Und das war eine Situation, die hat uns ganz sehr geholfen, weil sie uns klar machte, dass, also erstmal, sie war da, sie war kein unglücklicher, trauriger Mensch. Mhm. Mhm. Und sie hat einfach erzählt von ihrer Tochter und das klang nicht sehr, jetzt nicht sehr ungewöhnlich und nicht sehr, also schon besonders, manche Sachen waren eben anders und ja. Und ja, die Tochter hatte auch einen Herzfehler am Anfang und wurde dann entsprechend behandelt und konnte auch sozusagen kuriert werden an der Stelle und das hat uns ganz, eine ganz große Sicherheit und Beruhigung gegeben und sie hat uns dann auch eine weitere Kontakt zu einer Familie gegeben, die eine kleine Tochter hat mit Down-Syndrom und die haben wir dann auch noch eine Woche später getroffen und dann war, nach dem Treffen waren sozusagen fast alle Bedenken weg, also vielleicht einen kleinen Teil gab es noch, aber wir waren im Prinzip war noch nicht ganz auf los. Also dieser blöde Begriff. Mhm. Aber das war sozusagen eigentlich die Information, die uns gefehlt hat. Dann konnten wir einschätzen, auch die Dinge, die man wirklich dann eben hat, die anstehen mit sich und, bringt. Und so weiter. Und ja, weil ein paar Sachen sind schon anders und das brauchen wir auch nicht drum rumreden. Ne? Ja. Vielleicht hat man dann nochmal einen extra Physiotherapie-Termin oder so und ja, und wir haben dann sozusagen noch mehr Kontakte gesucht zu anderen Eltern. Auch es gibt auch Bücher, wo Menschen geschrieben haben darüber. Mhm. Und das Erstaunliche war für mich jetzt persönlich nochmal für diese Entscheidung: Ich habe keinen einzigen Menschen getroffen, der gesagt hat, er wird es anders machen, das Kind nicht bekommen. Niemand. Mhm. Das hat mir dann nochmal klar gemacht, dass es kein Mensch, der ein Kind mit Down-Syndrom hat, würde das ungeschehen machen oder sich anders verhalten, wenn es nochmal passieren würde. Mhm. Und das habe ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Das kann doch nicht sein, ja. Dass die Menschen sind nicht unglücklich, wie ich mir das vorstelle. Die würden es auch nicht anders machen, wenn es nochmal käme. Die können doch nicht alle. Da muss doch was dran sein, habe ich mir überlegt. Mhm. Mhm. Und das kann ich. Dann da habe ich denen einfach das abgenommen und geglaubt. Und das hat mir eine ganz große Beruhigung gegeben, meiner Frau auch ein bisschen. Das glaube ich, das hilft, ja. Ja. Das kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass die schwierigste Zeit an diesem ganzen Thema Down-Syndrom war diese Entscheidungsfindung vermutlich, oder? Und diese Zeit der Unwissenheit, der Unklarheit, klingt das nämlich gerade. Ja, genau. Oder? Also das war tatsächlich so eine intensive Zeit hatte ich noch nicht in meinem Leben. Also so eine emotionale Achterbahnfahrt am Ende, also wo es natürlich dann auch hochging mit der Geburt und so weiter. Mhm. Aber eben auch so eine Angst zu haben plötzlich. Und das ist ja nicht, das sind ja nicht irgendwelche kleinen Mini-Ängste, so nach dem Motto,
mein Konto ist leer oder so. Ja? Da geht es einfach um die Zukunft an der Stelle, um das ganze kommende Leben, was man vielleicht noch vor sich hat, und das seiner Kinder. Ja? Es ist nicht nur, man kann ja sich auch denken als Eltern, naja, am Ende, wenn mir was passiert, aber Hauptsache meine Kinder sind sicher, so ein bisschen, so Gedanken hat man vielleicht auch manchmal. Aber an der Stelle geht es ja auch um die Kinder an der Stelle. Und das, was man, das ist also, das ist so eine tiefgreifend. Das ist so tiefgreifend, da wird man auch aus der Bahn geworfen an der Stelle. Mhm. Und das hat sich das auch, das muss ich mal so nebenbei abfragen, oder so, wie es nebenbei, das hat sich das auch auf dein Arbeitsleben niedergelegt, so diese Zeit der Unsicherheit und Unwissenheit. Das muss doch alles irgendwie mehr oder weniger ins Stocken geraten sein. Ja, das gerät dann ziemlich ins Stocken, ne? Ja. Ich selber war da auch schon selbstständig, habe das mir dann ziemlich einteilen können. Meine Frau hat sich dann krank geschrieben, die ein, zwei, drei Wochen, meine ich. Oder sie ist auch mal arbeiten gegangen. Arbeit ist natürlich da auch eine Ablenkung. Ne? Ja, stimmt. Habe ich ja auch gesagt, ich habe auch am Anfang versucht, diesen Gedanken wegzuschieben. Wegzuarbeiten, dann einfach irgendwas zu machen, und hat auch geholfen, teilweise. Mhm. Und aber ja, das ist ein Thema, was immer dann da ist, und das ist also einfach intensiv. Mhm. So, das heißt, wir waren also jetzt beim Thema, also beim Punkt Mutterkuchen, dann darauf folgend grob dieses die Schwangerschaftskonfliktberatung. Aber dann kamen ja noch die anderen Tests dazu. Haben die noch, du sagtest ja vorhin noch Nabelschnur und Fruchtwasser. Genau, also. Was haben die noch zutage, haben die eigentlich irgendwas Neues noch zutage gefördert oder irgendetwas Hilfreiches für euch? Nee, wir haben die beiden Untersuchungen gar nicht machen lassen. Ach so. Die gibt es noch, da möchte ich jetzt einfach kurz der Vollständigkeit halber. Ja. Einfach aus Interesse für unsere Zuhörer vielleicht, die vielleicht vor dem Thema stehen, kurz was dazu sagen. Mhm. Es gibt diese Fruchtwasseruntersuchung, da habe ich ja gesagt, da werden auch mit einer Nadel ungefähr 15 Milliliter Fruchtwasser Fruchtwasser aus dem Bauch geholt. Mhm. Und diese Zellen, die da drin sind, die werden dann kultiviert und untersucht. Mhm. Das klingt also nach einem ziemlich langen Dauer, bis das Ergebnis dann irgendwie... Genau, das nach 2 bis 3 Wochen ist es da. Das ist ganz schön lang. Das ist ganz schön lang, ja. Mhm. Und da werden eben auch Chromosomen gezählt und so weiter und analysiert. Und dann gibt es noch Nabelschnur. Nabelschnur gibt es noch. Ah, ich habe hier einen Punkt vergessen. Ja? Diese Fruchtwasseruntersuchung und Kohlezottenbiopsie, die wir vorhin hatten, da können auch Fehldiagnosen kommen. Ne? Also das ist nicht ganz sicher. Beziehungsweise man kann sich ja vorstellen, man entnimmt da ein paar Zellen aus dem Fruchtwasser oder aus dem Mutterkuchen und da sind entweder keine Zellen des Kindes dabei, kann sein, oder es sind, manche Zellen haben vielleicht eine Trisomie, andere nicht. Es gibt auch einen uneindeutigen Befund. Ja, 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 ja. Dann muss man sozusagen die Fruchtwasseruntersuchung nochmal danach machen oder man macht die gleiche nochmal mit den ganzen Gefahren, die es da gibt. Und es gibt ja auch, habe ich ja im letzten Teil erzählt, es gibt diese Mosaiktrisomie, wo nur ein Teil der Zellen 47 Chromosomen hat und der andere 46. Na, und wenn es so eine Trisomie gibt, dann kann es auch sein, dass man die eben nicht feststellt, weil in den Zellen, die man gerade da genommen hat, da ist eben nur 46 Chromosomen. Genau, ne? Kann auch sein. Okay, also das ist doch mit also einmal mit den Risiken einer Fehlgeburt oder mit solchen Risiken verbunden, aber eben auch mit Unsicherheiten, dass das Ergebnis, also das ist nicht fest, nichts hundertprozentiges. Nee. Also immer nur Wahrscheinlichkeiten, die einfach nur steigen dann. Genau. Und die Nabelschnurpunktion, schaue ich mal auf meinen schlauen Zettel her. Da hat man auch einen Einstich mit einer Nadel im Bauch und mit Hilfe von Ultraschall wird die Nadel sozusagen zur Nabelschnur geleitet und da wird dort direkt Blut entnommen. Da hat man natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, diese Zellen dann zu bekommen. Ja. Und da kann man vor allen Dingen
das macht man immer, wenn es einen Verdacht auf eine Infektion des Ungeborenen gibt. Ne? Da kann man schauen, wenn man denkt, dass es zum Beispiel Röteln hat im Bauch. Das gibt es manchmal. Mhm. Und da kann man das feststellen und dann aber auch tatsächlich schon behandeln. Echt? Das ist sozusagen eine der wenigen Dinge, die man tatsächlich im Bauch behandeln kann. Was ist das verrückt? Genau, oder wenn es eine Rhesusunverträglichkeit gibt oder unklare Befunde durch die anderen Untersuchungen, dann kann man das noch machen. Da gibt es wieder ein Fehlgeburtsrisiko von 1-3%. Und die Frage, was man natürlich macht, wenn es einen auffälligen Befund gibt, die stellt sich natürlich genauso. In welcher Schwangerschaftswoche ist das dann auch? Also warte mal, Mutterkuchen war 11. bis 14. Schwangerschaftswoche, ne? Genau. So. Und Fruchtwasser und Nabelschnur auch? Oder später dann schon? Fruchtwasseruntersuchung ist von der 14. bis zur 20. Woche macht man das. Meist in der 15. bis 17. Und Nabel? Und Nabelschnur macht man ab der 18. Woche. Okay. Und die zumindest Chromosomenergebnisse sind dann nach 2 bis 4 Tagen da recht schnell. Ja. Und dann, das sind sozusagen die Untersuchungen der Pränataldiagnostik. Ne? Es gibt dann noch im Verlauf, gibt es dann noch weitere Untersuchungen, zumindest die ich ja selber aus Erfahrung berichten kann. Es gibt dann noch andere Ultraschalle, die man dann in der 21. Woche macht oder auch im weiteren Verlauf, wo man dann schaut, wie sich die Organe entwickeln, ob das alles normal sich verhält oder ob es vielleicht auch einen Herzfehler gibt. Den kann man dann schon sehen irgendwann und halt eventuell auch eine besondere Geburt einleiten oder besondere Maßnahmen. Habt ihr das machen lassen? Na, diese Untersuchung haben wir machen lassen, weil wir wussten, dass der Kleine ein Down-Syndrom hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja da erhöht, dass es einen Herzfehler mitgibt. So. Ja. Und bei jeder zweiten oder dritten, also 40-50% haben sozusagen einen Herzfehler da. Und mit diesem speziellen Ultraschall erkennt man dann... Genau, da kann man ein bisschen sehen, also Großherzfehler kann man sehen. Ja. Unser Sohn hat auch einen kleinen Herzfehler, aber eben einen kleinen, und deshalb war es mal bei der Untersuchung wieder so, wir sehen hier einen oder wir sehen doch keinen. Okay. Aber diese Unsicherheiten, die waren wir ja schon gewohnt. Und da waren wir dann auch eher eigentlich genervt von diesen Informationen. Und hat sich dann im Nachhinein rausgestellt. Ach naja, ich gehe mal Schritt für Schritt vor. Also wir waren jetzt bei der Schwangerschaftskonfliktberatung. Genau. Und eigentlich unsere Entscheidung dafür. Die euch dazu bewogen hat oder euch sozusagen klar gemacht hat, dass ihr dieses Kind möchtet, ohne Wenn und Aber. So. Vielleicht überspitze ich das gerade ein bisschen, aber Das hat in euch diese Entscheidung reifen lassen, wir möchten das Kind. Genau. So, es gibt da, also Abtreibung ist überhaupt nicht Thema und nicht relevant. Genau, das war für uns nicht die Entscheidung. Ja, ja. Ja. Genau, dann hatten wir sozusagen, dann wurde es mal ruhiger. Ein bisschen ruhiger und entspannter in der Schwangerschaft, was ganz gut war. Wir haben dann sozusagen noch einige wenige von diesen Ultraschalluntersuchungen gemacht bis zur Geburt, eben wegen diesem Herzfehler. Ja. Und dann, dann war im Prinzip es auch eine ganz normale Geburt. Zu früh, zu spät oder einigermaßen termingerecht? War termingerecht und sehr angenehm. Fristgemäß. Fristgemäß. Also und angenehm zumindest an dem Ort, wo wir waren. Wo war der? In der Uniklinik oder? In einem Josef-Stift in Dresden. Und das war sehr schön. Und alle wussten, dass das Kind eben Down-Syndrom hat. Und da waren alle drauf eingestellt. Mhm. Und das war auch sehr gut, das sozusagen. Das war gut, das da zu wissen. Der Kleine hatte dann ein bisschen Startschwierigkeiten, also es gab einfach Hinweise darauf, dass er eben dieser Herzfehler da ist. Ja. Und deshalb ist er dann auch erstmal auf die Intensivstation gekommen und so weiter.
die ersten Tage waren da eben sehr, ging es sehr hin und her. Mhm. Und man hat dann festgestellt, dass es doch kein Herzfehler ist und es hat sich dann alles eingepegelt und ging dann sozusagen seinen Weg. Aber der Verlauf der Geburt war, wie man das von der Geburt her so kennt. Ja, ich meine, du hast ja schon ein Kind gehabt und wusstest, wie das läuft. Und genau, das war nichts Besonderes. Und der einen Punkt, den ich noch sagen wollte, nach ungefähr einem Monat oder zwei, da hat der Kleine dann plötzlich... Euer Sohn, es war ein Sohn. Und es war ein Sohn, genau. Der hat dann angefangen zu grinsen. So, schon eben nach einem Monat oder zwei. Und in dem Moment, da sind mir die letzten Bedenken, die wir hatten aus der Schwangerschaft, die waren weg. Also die waren weggeblasen und da war sozusagen klar, du hast ja eigentlich hier um was Gedanken gemacht, hättest du nicht machen brauchen. Und du hast da was ganz Wunderbares vor dir liegen, was. Ja, der hat da einfach seine Scham spielen lassen und da war völlig klar Schluss. Also ganze Angst umsonst an der Stelle. Also man nimmt das damit vollständig an. Das ist naja, also das war bei mir so. Mhm, ja, ja. Und die anderen Eltern, die ich kenne, da war das auch ähnlich. Zumindest heute ist es so dann. Und ja, das ist so ein bisschen der, da hat man so einen Überblick mal über so eine Schwangerschaft. Mhm, ja, ja. Und ja, das war sehr ausführlich. Und es war jetzt gerade für mich auch eine ziemliche Berg- und Talbahn, so eine emotionale, weil ich versuche da also reinzudenken und irgendwie, ich glaube, da haben wir uns jetzt erstmal eine Pause verdient. Ja. Machen erstmal ein bisschen schöne Musik und danach werden wir noch ein paar interessante Fragen stellen. Genau. She dances to it all. She must have heard those beats before. She dances to it all. She must have heard those beats before. She dances to it all. She must have heard those beats before. She dances to it all. She must have heard those beats before. She dances to
Jetzt sind wir wieder zurück in Teil 2 von Folge 2. Oder Teil B von Folge 2. Wir haben ja jetzt sehr ausführlich und ich fand das sehr interessant, konkret mal so den Ablauf skizziert, dargelegt, wie das gelaufen ist, also im konkreten Fall bei euch gelaufen ist, als ihr von der Schwangerschaft erfahren habt und dann vor allem plötzlich mit diesen ganzen Informationen und Risiken da konfrontiert wart, die aufgrund dieser Tests da entstanden sind, dort angefangen mit diesem Nackentransparenztest und so weiter. Und wir haben jetzt deswegen mal ein bisschen Musik reingemacht und machen jetzt deswegen diesen Teil B, weil diese Tests, die einem da angeboten werden und diese Ergebnisse, die daraus hervorgehen und diese Informationen, die einem da geliefert werden, ja dann plötzlich Handlungen erfordern und Entscheidungen erfordern, die ja eine immense Tragweite in jeder Hinsicht haben. Wenn ich in meinem Gedächtnis kram, ich hatte es ja schon eingangs gesagt, ich habe mir da nie so großartig darüber Gedanken gemacht, was es bedeutet, wenn jetzt so ein Test während der Schwangerschaft gemacht wird und dann plötzlich ein nicht erwartetes Ergebnis da plötzlich erscheint. So. Ja, also wir haben da diesen Nackenmessung, Transparenz-Dings-Test machen lassen und es war schon, also wir waren schon nervös, weil man ist unsicher und hat so ein bisschen Angst, dass da irgendwie vom Arzt da eine Information kommt, die man nicht erwartet, aber es war nicht der Fall, es ist nicht eingetreten und damit war, aber man war sich sicher, das Kind scheint irgendwie gesund zu sein und alles ist unproblematisch und damit ist es gut. Was aber passiert wäre, wenn der Arzt uns genau diese Information oder dieses Ergebnis gesagt hätte, dass da irgendwie die Werte abweichen oder nicht der Norm, diesen Normwerten da entsprechen. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Und erst nachdem wir uns kennengelernt haben, das haben wir ja mal so in der Nuller-Folge kurz angesprochen, nachdem wir uns, also du und ich, wir uns kennengelernt haben, jetzt sind wir ein Paar. Also uns kennengelernt haben und dieses Thema besprochen haben, ist mir bewusst geworden, was das für eine Tragweite hat und was das überhaupt, was die Medizin einem da abverlangt plötzlich oder was einem da für eine Wahnsinnsverantwortung auferlegt wird mit diesen Tests. Genau, die stellen nämlich eine Frage, die man nicht entscheiden will. Ja, du darfst Gott spielen. Das ist Gott spielen, oder? Irgendwie, du eigentlich, weil das ist ja die Konsequenz gewesen, als ihr dann bei diesem humangenetischen Beratungsstelle wart. Du darfst dann entscheiden, ob das Kind, was da im Bauch der Mutter heranwächst, leben soll und nicht. Genau. Ja. Und das ist natürlich eigentlich eine Sache, für die man sich ja schon vorher entscheidet. Ne? Wenn man eben Sex hat und sich darauf einlässt, und gut, manchmal sieht es auch einfach so, aber oft sagt man ja, naja, man will jetzt ein Kind haben und das wäre schön, das möchte ich jetzt, das sage ich ja dazu und so weiter. Und da hat man sich eigentlich entschieden. Und dann plötzlich soll man sich nochmal entscheiden. Und das will man eigentlich gar nicht. Und da kommt die Frage, willst du es wirklich? Willst du auch so ein Kind? Ne? Ja. Und warum das gefragt wird, ist ganz interessant, finde ich. Weil das natürlich nicht so, also auch natürlich direkt gefragt wird, aber die ganze Situation, die ganzen Wochen, die ganzen Dinge, die man da tut, das Ganze drumherum suggeriert auch die Frage. Die Wahrscheinlichkeiten, die man gesagt bekommt, ja, was heißt ja dann immer 1 zu 100, 1 zu 200, 1 zu 50, 1 zu 2, 1 zu irgendwas, das suggeriert ja immer, dass was ganz Schlimmes passiert. Dass
das ist wie, du kannst nur gewinnen oder verlieren. Ne? So eine Wahrscheinlichkeit heißt, entweder du hast ein gutes Leben oder du hast ein schlechtes Leben. Genau. Also entweder du hast ein Kind, das nach deren Maßstäben vollkommen normal und gesund ist. Und dann bist du auf der Gewinnerstraße und das ist alles in Ordnung. Oder aber es wird festgestellt, da ist irgendwas mit dem Kind. Und das bedeutet in der Konsequenz, es wird echt schwer für dich. Genau, also natürlich nicht nur nach deren Maßstäben, sondern auch nach den eigenen Maßstäben, wenn man dann eben immer hört, eben diese Wahrscheinlichkeiten hört. Die suggerieren ja so eine Art Glücksspiel. Hier geht es ums Glück an der Stelle. Genau. Das suggeriert das, nichts anderes. Ja. Und das... Das hat Tradition. Hast du vorhin gesagt, off record, als wir das Mikro nicht anhatten, Gesundheit ist das Wichtigste. Ja? Genau, ja, genau. Man sagt ja immer, ja, alles gut zum Geburtstag und viel Gesundheit. Ich sage, ja, Gesundheit, Hauptsache gesund. Genau. Und das sagt man dann Hauptsache. Ist das die Hauptsache? Ja. Ist das die Hauptsache im Leben, dass man gesund ist? Das ist dann die Frage, ne? Und was ist denn gesund? Ne? Bin ich gesund, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schnupfen habe oder nicht? Oder bin ich noch gesund, wenn ich eine Brille trage? Oder ist das dann schon behindert? Oder bin ich gesund? Was ist denn jetzt mit so einer Behinderung? Ist sie jetzt gesund oder nicht? Ah, du hast ein gesundes Kind bekommen. Ne? Dann ist da alles okay damit und die beide Arme sind dran und so. Und auch ansonsten ist es ja gesund. Keine weiteren Fragen. Genau. Na gut, deswegen sitzen wir hier. Hättest du ein gesundes Kind, würden wir uns dann trotzdem drüber unterhalten? Nee. Siehst du? Also, ein Teufelskreis. Naja, ein gesundes Kind habe ich ja. Ja, ich meine, weißt du, wie ich meine? Also ein nicht behindertes Kind, wie man das ja so in diesen Fachbegriffen nennt. Ja, und behindert ist natürlich das Nächste, ne? Also, ja. Was ist denn jetzt behindert und was nicht? Genau. Ich habe ja in der letzten Folge auch, habe ich nochmal drüber nachgedacht, überlegt, habe ich auch gesagt, dass erstmal das Down-Syndrom nicht behindert. Das ist natürlich ein bisschen, ist die Frage, wie ist das jetzt gemeint? Ne? Kinder, die Down-Syndrom haben, bekommen größtenteils einen Schwerbehindertenausweis. Also sind sie dann vom Gesetz behindert? Genau, also ich glaube, die Ebene müssen wir mal trennen. Ne? Genau. Es gibt so diese administrative oder bürokratische Ebene, die legt fest, ab dann und dann, bis dann und dann bist du behindert oder schwerbehindert. Genau, das ist nämlich dann der Fall, wenn ein Mensch mehr als ein halbes Jahr für eine längere Zeit lang hinter der klassischen, normalen, regelhaften Entwicklung der anderen Menschen hinterherhinkt, in Anführungsstrichen. Ne? Dann ist sie behindert. Da gibt es richtig eine Definition. Ja, ja, klar. Ach, da wird ja Gesetzgebung. Das muss ja alles festgelegt sein und hin und her. Und es gibt jetzt habe ich die andere Definition vergessen. Aber ja, wenn man natürlich weit überlegt, was ist denn jetzt eine Behinderung? Ist es eine Behinderung, wenn mir jetzt ein Gliedmaß fehlt zum Beispiel, dann habe ich eine Behinderung, weil ich bestimmte Dinge nicht mehr tun kann. Wenn die Gliedmaße mir aber von Geburt an fehlt, bin ich dann auch behindert, weil ich die Dinge ja eh noch nie tun konnte zum Beispiel. Das stimmt, ja. Ne? Das ist eine interessante Frage. Oder bin ich zum Beispiel auch behindert? Wenn zum Beispiel, angenommen, ich bin blind oder zumindest sehe ganz schlecht, kenne mich aber aus in der Umgebung und bin da unterwegs, weiß, wo die Apotheke ist und der Bäcker, dann bin ich ja eigentlich nicht behindert, weil ich ja klarkomme ganz gut. Wenn ich dann aber vielleicht woanders hingehe und das nicht sozusagen selbsterklärend für mich ist, vielleicht nicht Schilder da sind, die ich lesen oder benutzen kann, dann bin ich ja schon behindert. Oder sind zumindest, wir aber alle behindert, wenn wir irgendwo im Ausland unterwegs sind. Zumindest behindert mich dann die Umgebung so ein bisschen. Ne? Ja. Oh ja, das ist eine weite Überlegung. Ne? Also
Ich meine, man macht sich natürlich einfach mit der Sprache. Ne? Wir wollen irgendwie klarkommen in unserem Alltag und deshalb haben wir Begriffe für Dinge und sagen wir einfach behindert, so Dinge, ja, okay, die ungewöhnlich sind und die, die jetzt nicht sozusagen, wo man sagt, was ist denn jetzt los? Was ist denn mit demjenigen oder mit der? Ne? Das ist ja, das ist Abweichen von der sogenannten Normativität. Genau. Das aber zum Beispiel, wenn man in... erleben wir ja überall im Alltag. Ja, es wird aber zum Beispiel auch nicht mehr so eindeutig, wenn wir zum Beispiel ins Alter kommen. Ne? Stimmt. Dann ist es ja plötzlich normal, dass man nicht mehr laufen kann. Ne? Deshalb sind die Menschen auch nicht behindert, weil das sozusagen der regelhafte Verlauf ist. Wenn die aber 10 Jahre vorher nicht mehr laufen hätten können, dann wären sie plötzlich behindert. Und das ist, da wird das dann schon uneindeutig, sage ich mal. Also diese, wenn man jetzt so zurückgeht, mal zurückschaut auf diese Schwangerschaft und diese Dinge, die da passiert sind und die Informationen, die man kriegt und eben mit diesen Wahrscheinlichkeiten und die Stimmung, die das auslöst, dann ist es erstmal einfach von ganz einer großen Unsicherheit und Angst vor das Unbekannten geprägt. Ne? Ja. Weil man natürlich in dem Moment nicht so schnell das alles weiß. Man hat diese Termine bei den anderen Menschen, die Kinder eben entsprechend haben, hat man noch nicht gehabt. Will man vielleicht auch erstmal nicht, weil man es wegschiebt von sich. Ja. Und dazu kommt, dass diese Wahrscheinlichkeiten so eine Art Lotto spielen, Glück haben oder Pech haben bedeuten. Ne? Also das transportieren die ja so mit so ein bisschen. Und das führt dazu, dass am Ende dieser ganze Aufwand, der da betrieben wird, mit Unmengen an Geld und an Medizin und an Menschen, die sich damit beschäftigen, der führt dazu, dass eine ganz große Belastungssituation für die Frau und auch für den Mann entsteht und führt auch dazu, dass in den meisten Fällen die Kinder sterben am Ende. Ja. Die werden sozusagen abgetrieben aus der Angst davor, obwohl gleichzeitig ja immer eine Adoption möglich ist nach der Geburt. Wenn man zum Beispiel feststellt, dass das Kind eine Behinderung hat und dass man merkt, oh, ich komme gar nicht klar damit, ich will es nicht und ich habe keine Lust drauf, ich will ein normales Leben oder einfach nur, weil vielleicht die Lebensumstände so sind und man es nicht kann und man sich dann dafür entscheidet, nee, ich möchte gern das Kind zur Adoption freigeben, kann man das ja tun. Ne? Und diese Vorgänge vorher in der Schwangerschaft, diese Pränataldiagnostik führt eben dazu, dass es gar nicht dazu kommen kann, dass am Ende die Frauen und Männer eine ganz schwere Situation in der Schwangerschaft hatten, dass es einen großen Konflikt gibt zwischen Mann und Frau und dass die Kinder sterben. Und das mit diesen Untersuchungen kann man ja eben am Ergebnis nichts ändern, wenn man denn mal irgendwann ein Ergebnis hat. Ja. Ne? Es ist nicht Medizin in dem Sinne, dass man jetzt irgendwas kurieren könnte. Ja, okay, vielleicht die Röteln, die man mit der Nabelschnurpunktion feststellt. Das andere ist nur eine Information und eine Verunsicherung. Ne? Und stimmt schon, ja, das ist wahr. Und der nächste Punkt ist ja, dass man durch diese Abtreibung ja hofft, sozusagen wieder auf Null zurückzukommen und dieses Thema Behinderung mit sich abzuschließen. Und das ist aber ein ganz großer Trugschluss. Denn das Thema Behinderung, das ist man nicht los dadurch. Und jetzt stelle ich mich mal vor, mein Kind wird normal geboren, hat vielleicht dann mit 3 oder 4 Jahren Röteln, das legt sich aufs Herz und so weiter. Was ist denn dann? Was mache ich denn dann mit dem Kind? Ja. Will ich das dann auch nicht mehr haben? Ja. Oder mein Kind hat einen Fahrradunfall, ne, verliert ein Bein, sitzt im Rollstuhl. Was ist denn dann los? Ne? Oder irgendeine andere von den hunderten Behinderungen, die es da gibt, tritt auf. Ne? Was mache ich denn dann? Oder spätestens im Alter. Ne?
was, ich meine, vielleicht wird man blind oder da ist man am Ende selber noch behindert und dann kommen die Kinder an und sagen, nee, die will ich nicht mehr haben. Mhm. Ne? Also das ist eine, das sind natürlich, das ist jetzt ziemlich polemisch, muss ich sagen. Da, ja gut, aber es trifft, das trifft es trifft's ins Schwarze. Und, du hast nicht ganz Unrecht damit. Und das ist wirklich der Punkt, dass man sich sozusagen in dem Moment vorstellt, dass mit der Abtreibung das gegessen ist, dass das wieder vorbei ist und dass man sich nicht mehr mit Behinderung auseinandersetzen muss. Ne? Und das ist aber, das schiebt man weg, dass es nicht so ist. Ja, und ich finde es auch sehr befremdlich offen gestanden, jetzt so retrospektiv, weil ich habe nun mal 2 Kinder gehabt und da hat sich die Frage nicht gestellt, aber ich finde es sehr befremdlich, dass man die Eltern vor die Entscheidung stellt, das Kind in diesem Falle, aus diesen Gründen, nicht haben zu wollen. Also, willst du haben oder willst du nicht haben? Mhm. Also das ist einfach, man kann so eine Entscheidung, so eine Verantwortung, die man damit trägt, dass man so eine Entscheidung fällen muss und so eine Verantwortung tragen kann, halte ich für vollkommen, also das ist wirklich perfide. Also ich finde es perfide. Ich versuche gerade das richtige Wort zu finden, aber ich finde, perfide trifft es ganz gut. Denn du sagst es ja schon, die Wahrscheinlichkeiten, das sind ja, wir reden ja immer nur über Wahrscheinlichkeiten, ja? Klar, dass oft, mit dass dem das Kind Gegenteil dieses ist oder jenes ist. Möglicherweise belegen irgendwelche wissenschaftlichen Zahlen, dass diese Wahrscheinlichkeiten, die da präsentiert werden, mit einer relativ hohen Prozentzahl belegt sind. Aber es sind und bleiben Wahrscheinlichkeiten. Und daraus abzuleiten, dass man über Leben oder Tod entscheidet, ist, finde ich, ja, es ist schon also echt ein krasses Ding. Also ich habe mich mit dieser Frage, wie gesagt, nie so auseinandersetzen müssen. Erst nachdem ich mich ein bisschen näher mit dem Thema Down-Syndrom oder eben auch mit dem Thema allgemeinen Behinderungen und was hat das alles zur Folge, wenn solche Tests gemacht werden, beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass es ist enorm, was da abverlangt wird von einem. Und warum? Die Frage ist, na gut, das Warum können wir eh nicht ändern. Aber, wie du sagst, es ist so dieses Gewinner-Verlierer-Ding. Und ja, wenn ich jetzt ganz böse wäre, oder so, ich könnte jetzt auch so sozialkritisch sagen, wer sich nicht in die Gesellschaft integrieren kann und nicht arbeitsfähig ist, nicht leistungsfähig ist, der hat hier nichts zu suchen. Genau, also das kann man dann so ein bisschen unterstellen. Da werden natürlich viele widersprechen und wir haben natürlich auch im Grundgesetz, Artikel 218a, da geht es ja um Abtreibung und die ist da grundsätzlich erstmal verboten. Wird nur in bestimmten Situationen nicht bestraft. Und zum Beispiel, wenn es eine Abtreibung gibt vor der 12. Schwangerschaftswoche oder vor der 13. oder so. Mhm. Zum anderen, wenn mit der Geburt ein körperliches, seelisches oder psychisches Risiko für die Frau besteht. Mhm. So. Und es ist also so, dass ein Kind mit einer Behinderung als ein solches seelisches Risiko für die Frau angesehen wird. Und so ein Kind kann also bis zur Geburt noch abgetrieben werden. Wait a moment. Sekunde, ich muss das jetzt mal für mich nochmal wiedergeben. Das Grundgesetz sagt, man darf abtreiben, wenn es bestimmte Belastungen für die Mutter gibt. Gleichzeitig schafft man doch aber mit diesen medizinischen Tests und Möglichkeiten zu erfahren, was mit dem Kind ist, genau solche Belastungen, oder? Also solche psychischen, mitunter vielleicht auch gerade deswegen physischen Belastungen. Ja, das schon. Aber ich denke, was damit gemeint ist, ist einfach der Fakt, dass das Kind jetzt eine Behinderung hat
wird einfach als ausreichend große Belastung für die Frau, für die Gesundheit der Frau angesehen, dass man sozusagen erlaubt, eine Abtreibung bis zum Geburtstermin zu machen. Ne? Mhm. Okay, das führt dann zu ganz üblen, grausamen Situationen, ja, wo vielleicht schon viele auch mal davon gehört haben, dass es eben eine Abtreibung gibt und das Kind lebt aber am Ende und die dürfen sich nicht drum kümmern, eine Zeit lang die Ärzte, und erst wenn das Kind eine halbe Stunde überlebt hat und so weiter, dann müssen sie sich und so weiter, und was ist dann noch von sich direkt? Naja, es ist eine ganz schwierige, also ganz komische Gemengelage an der Stelle. Dazu kommt ja noch, dass man ja durch diese Untersuchungen, durch diese Genanalysen, es gibt ja auch noch den Brenner-Test, richtig, den habe ich vorhin vergessen, der ist relativ neu. Was ist das? Das ist eine neue Entwicklung, wo einfach Blut der Frau entnommen wird und irgendwie schon Partikel der Kinds-DNA auch da drin sind und man sozusagen einfach nur durch Blutabnehmen feststellen kann, ob das Kind Down-Syndrom hat an der Stelle. Erstmal nur das Down-Syndrom, keine anderen Trisomien. Und man das auch sehr früh machen kann, um dann natürlich früh eine Abtreibung einzuleiten. Und das in der Gemengelage, diese Analyse von den Chromosomen, wo man natürlich auch andere Dinge feststellen kann. Ne? Mhm. Man kann halt auch ein Trisomie 13 feststellen, 18. Und wenn die Forschung noch ein bisschen weiter ist, dann kann man auch, man kann auch sehen, ungefähr eine Anlage für in ungefähres Alter kann man rauskriegen. Und im Prinzip ist ja in den Chromosomen alles angelegt. Ja. Ja, man kann, also es ist also auch angelegt, zum Beispiel eine Anfälligkeit auf einen bestimmten Krebs, oder wenn man jetzt weiter überlegt, ist auch angelegt, was für eine Haarfarbe das Kind haben wird. Ne? Man kann also auch sagen, nee, ich möchte halt lieber zum Beispiel ein Kind mit blauen Augen haben. Und da wird es in meinen Augen halt ganz klar, wie naja, schlimm selektierend das einfach ist an der Stelle. Ne? Ja, ja. Und da will man gar nicht mehr weiterdenken groß. Nee, das stimmt. Und vor dem Hintergrund möchte ich nochmal, meine Frau ein schönes Zitat gemacht vor ein paar Tagen, haben wir uns nochmal über das Thema auch im Vorfeld hier unterhalten und hat halt gemeint, unser Sohn jetzt, der hat ihn als, er hat gespielt irgendwie vor sich hin irgendwie und ganz froh, wie er da eben war, hat sie gemeint, das ist einfach Hans im Glück, ja. Sie wäre so froh, wenn sie so leben könnte, ja, wenn sie so eine Einstellung haben könnte oder so eine Emotion. Mhm. Hat ihn da als Hans im Glück bezeichnet und das vom Hintergrund dieses Beginns, ja, in der Schwangerschaft und dieser Ängste und dieser existenziellen Vorstellungen, die man da hat, und kurz vor einer Abtreibung und so weiter, es ist so ein großer Kontrast, es ist sowas von unangebracht sozusagen, das zusammenzubringen. Ja. Also das ist einfach erstaunlich und das muss man halt mal loswerden. Ne? Ich finde das ja, das ist besonders wichtig. Also genau dieser selektive Charakter und was das alles aufgrund dieser Selektion verursacht, also was dadurch zustande kommt. Einfach dieses Trennen von schlecht und gut und gesund und nicht gesund und normativ und nicht normativ, ist also wenn man es wirklich mal, wenn man sich das ganz abstrakt zu Gemüte führt, was da für Möglichkeiten jetzt bestehen, Und geschaffen werden dadurch, dann macht einem das Angst. Also ich finde das sehr beängstigend, dass diese Wahlmöglichkeiten, dass man überhaupt
vor die Wahl gestellt wird da. Ne? Genau, das finde ich eigentlich den Hauptpunkt. Also man kann ja grundsätzlich jetzt einfach sagen, als so Gesetz, man darf abtreiben und so weiter in verschiedenen Situationen. Aber in dem Moment hier ist es ja noch was anderes. Hier gibt es ja keine Abtreibung, zum Beispiel, weil die Mutter vielleicht nicht vergewaltigt wurde oder in einer ganz schweren persönlichen Situation ist, sondern hier wird sozusagen eine Abtreibung suggeriert und einem fast aufgedrückt. Dargeboten. Aufgedrückt kann man schon. Weil mit dem Kind was ist, was einem nicht gefällt. Ne? Ja. Und das ist ein großer Unterschied, ne? Finde ich. Ja. Das macht aber in jedem Fall auch wirklich nochmal eine Reflexion, eine gesellschaftliche Reflexion notwendig, finde ich. Ich weiß nicht, hatten wir das jetzt in irgendeiner Folge angedacht, geplant? Also Down-Syndrom und Gesellschaft und so. Wenn, dann klingt das immer nur so mit, ne? Mhm. Aber das finde ich schon. Also weil das ist ja die Folge dessen. Ne? Wie werden andere, vermeintlich andere Menschen betrachtet in dieser Gesellschaft? Und das wird ja an einigen Dingen festgemacht. Also um es jetzt mal ganz profan darzustellen, sei es das simple Äußere, dass du irgendwie anders aussiehst, als man das so gerne möchte oder mag. Das geht mir auch manchmal selber so, dass man irgendwie Menschen gegenübersteht, die einem nicht sympathisch sind oder die man nicht so mag, weil die irgendwie... Geht dann weiter mit der Leistungsfähigkeit in der Schule oder Leistungsfähigkeit auf Arbeit. Und das... Jetzt habe ich den Faden verloren. In jedem Falle ist das ja so das Hintergrundrauschen, was überhaupt diese Notwendigkeit hier erzeugt. Ja, also erstmal dieser gesellschaftliche Ansatz, aber ich finde auch ganz wichtig der persönliche, weil die in der Situation, wo man sich eben vielleicht für eine Abtreibung entscheidet, denkt man ja, Nicht jetzt gesamtgesellschaftlich, ne? Da denkt man eher, ich habe Angst um meine Zukunft, ich habe, was soll denn mit dem Kind werden und was soll dies und das? Ziehst du dir ja auch aus der Gesellschaft. Also ich meine, ne, also du bist ja aufgewachsen in einer bestimmten Tradition oder Erziehung, Gesellschaft, das ist ja alles ein großes Ganzes, was irgendwie das eine, das bedingt das andere. Aber natürlich, am Ende zählt oder gilt natürlich das persönliche Empfinden, die persönlichen Entscheidungsgründe. Ja, und es kann natürlich sein, dass gesellschaftlich jemand, der eine Behinderung hat, vielleicht mehr die Krankenkasse kostet. Wobei. Oh ja, natürlich. Die Kosten-Nutzen-Rechnung ist ganz wichtig. Kosten-Nutzen-Rechnung, genau. Ja. Und das ist natürlich das wird natürlich nicht ausgesprochen, ne? Aber das ist natürlich ein Grund, warum viele Krankenkassen natürlich diese Pränataldiagnostik auch bezahlen, zum Teil. Und auch diese neuen Tests, die sind zwar jetzt noch nicht, werden noch nicht von der Krankenkasse bezahlt, aber... Diesen Bluttest, den du... Den Bluttest, aber da arbeiten die stark drauf hin, um einfach das feststellen zu können, dass es so ist und dann... Somit minimieren die ihr eigenes... Genau, und das ist eigentlich was... Das muss ja eigentlich eine politische Entscheidung sein. Ne? So, wie will man mit so Menschen umgehen? Und das darf... In dem Moment kommt es aber von der Krankenkasse mit eigenen Interessen. Ja. Und das ist ein großes Problem. Und ja, also ich kann mir nur, also ich sag mal so, ich kann schon die Leute verstehen, die sich da große Gedanken machen und die da vielleicht Angst davor haben erstmal, ja, weil es mir vielleicht auch ähnlich ging. Und die vielleicht einfach in ihrem Leben vorher ab und zu mal jemanden im Rollstuhl gesehen haben und dann gedacht haben, auch die armen Leute. Und für die ist das natürlich ein ganz schöner Schock. Aber ohne Schock. Ja. Na gut, ich meine, wir arbeiten ja in der Gesellschaft oder also so politisch, auf dieser politischen Ebene und auf der gesellschaftlichen Ebene bewegen wir uns ja durchaus in eine gute Richtung, was das angeht. Nämlich, da kommt ja dieser Begriff Inklusion ins Spiel. Ja, dass also versucht wird, entweder Behinderte oder nicht ganz so Leistungsfähige mit denen, die dieses vermeintliche Manko nicht haben, zusammenzutun,
um da eine Teilhabe, beiderseitige Teilhabe zu gewährleisten. So. Ich hoffe mal, ganz ehrlich, ich hoffe mal, dass das der Grund ist. Ich hoffe nicht, dass das irgendwelche einfach nur Kostensachen sind, weil somit sparen wir uns irgendwelche Sondereinrichtungen, so nach dem Motto. Aber nee, das ist ja schon ein guter Weg eigentlich, ne? Also ja, das Zusammenarbeiten, an Verständnis füreinander, miteinander. Genau, also ich denke auch, dass das ganz wichtig, wahrscheinlich auch der einzige Weg ist. Ja, habe ja auch erzählt, da ich hatte auch so eine Wut damals auf meine Schule und auf alle, weil ich einfach dachte, das kann doch nicht sein. Jetzt, ich weiß einfach nichts darüber. Und das ist der einzige Weg da. Ja, es ist ja auch insgesamt so. Ich will jetzt, das wäre jetzt falsch, das irgendwie auf so eine spezielle Behinderung runterzubrechen. Ne? Ich meine, wenn man Verständnis für alte Menschen auch haben will, dann ist es natürlich wichtig, dass sie irgendwie in der gesellschaftlichen Mitte mit dabei sind. Ne? Die, dass sie natürlich auch ins Theater gehen können. Deshalb sind die Eintrittskarten vielleicht auch reduziert im Preis. Mhm. Und so weiter. Ne, das ist ja alles anerkannt. Und es ist auch anerkannt, dass sozusagen Frauen inkludiert werden. Das war ja vor Jahrzehnten auch noch ein Thema. Naja, also ja, so kann man, ja. Das ist ja. Das klingt kurios, ehrlich gesagt, aber es ist so, ja, stimmt schon. Ja. Und das spricht keiner mehr drüber heute und das ist ganz normal. Und man kann tatsächlich auch Frau sein. Also das ist auch okay. Und ja, anders kriegt man kein Verständnis dafür, ne? Oh, man kann auch ein höherer Mann sein. Ja. Ich würde trotzdem unglaublich gerne mit jemandem sprechen, der in der Schwangerschaft diese ein oder mehrere Tests hat machen lassen und der die Beweggründe dafür sozusagen darlegt, warum er sich vielleicht für hatten wir ja jetzt hier in diesem Fall, also das hast du ja wiedergegeben, aber warum man sich zum Beispiel gegen das Kind entscheidet. Mich würde das wirklich interessieren, also ohne dass ich jetzt da jemanden ans Schafott stellen möchte oder so, ne? Oder an den Pranken, sondern mich würde diese Beweggründe interessieren. Weil mir fällt jetzt so ad hoc, wenn ich darüber nachdenke, eben so dieser Punkt Karriere ein und das ist, glaube ich, mit einem Punkt, den man recht häufig so hört. Ne? Arbeitsleben ist eingeschränkt und so. Und genau, haben wir zumindest auch erzählt bekommen. Ja. Das ist natürlich heute, da werden wir auch in den nächsten Folgen nochmal drauf eingehen. Zumindest bei mir persönlich jetzt nicht. Oder bei denen, die ich da kenne, die haben halt Kinder. Ne? Ja. Da eins hat vielleicht ein Down-Syndrom. Ja. Und wenn du Kinder hast, halt, brauchst du auch Zeit für. Ja. Ne? Also ja, ich meine, das ist ein kleines Baby hat einfach, da gibt es, wenn man in die Pflegetabellen guckt, dann steht immer drin, wie viel Pflege ein Mensch normalerweise in einem bestimmten Alter braucht. Und wenn du ein kleines Kind hast, ein Baby, dann musst du einfach 6 Stunden reine Pflegezeit pro Tag. Das hat keine Behinderung. Ne? Und das ist einfach, wenn du Kinder hast, dann hast du halt zu tun auch. Ne? Ja. Und hast du auch viel Freude und hast auch ein bisschen zu tun mit. Das ist es. Ich glaube, das ist wirklich ein schöner Satz. Dass Kinder einfach unglaublich viel Pflege, Verantwortung und Zeit brauchen. Vollkommen egal, wie die aussehen, was die tun und so weiter und so fort. Kind heißt, ich widme mich diesem Kind. Genau. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, so diese Effektivität, diese, weißt du? Also, dass irgendwie immer mehr alles auf Effizienz getrimmt ist und was irgendwie vielleicht ein Zeitfresser ist, muss irgendwie reduziert werden. Und es gibt ja für alles irgendwie immer eine Begründung. Ja, ich finde das also eine ziemlich, also... Ja, und das ist ähnlich, wenn wir sagen, naja, Kinder brauchen Zeit, einfach egal, wie jetzt deren Verfassung ist. Ja klar, je nachdem, wenn ein Kind krank ist und im Krankenhaus, dann hast du natürlich voll. Ja. Bist du voll beschäftigt, ganz klar, ja. Und es gibt auch schwere Behinderungen, wo man wirklich vielleicht auch dann Pflegehilfe braucht und so weiter. Das gibt's. Aber grundsätzlich, wenn man sich bei der Empfängnis, wenn man miteinander Geschlechtsverkehr hat, dafür entschieden hat, wir wollen jetzt ein Kind haben, dann weiß man einfach, da muss man halt auch wissen, das Kind wird seinen eigenen Weg finden und das wird auch mal eine andere Meinung haben und das wird vielleicht am Ende gefallen, dem sogar vielleicht noch Autos, ja, wo man vielleicht gar nicht mit anfangen kann. Oder oh ja, das kann ich auch sagen. Ja, oder es macht Dinge, die
die man total abwegig findet, ja, da muss man eine Meinung und eine Haltung dazu finden und auch eine Entspanntheit, denn das ist ein anderer Mensch, der hat eine andere Einstellung und alles und dann wird es also nur Chaos geben und das ist ja jetzt vielleicht in der körperlichen Verfassung ganz ähnlich, wenn man selber vielleicht Triathlet ist und dann jeden Tag rennen geht oder mehrmals eine Woche und dann sieht, naja, mein Kind hat aber vielleicht ein bisschen Bauchansatz. Mhm. Dann kannst du ja mal versuchen, einen Triathlon mit dem zu rennen. Das wird nicht gehen. Du musst trotzdem... Das wird getrimmt. Das musst du trotzdem okay finden. Also, oder du musst auf jeden Fall eine Einstellung zu finden. Das kannst du ja nicht ändern. Mhm. Ja? Ja, aber es ist am Ende so, ich glaube, das kann man so als Schlussbild irgendwie so wiedergeben. Ich finde schon, dass es wird immer so ein perfektes, es wird als Glück und perfekt, es ist ja immer vollkommen unterschiedliche Sichtweisen darauf. Es gibt aber halt so ein vorgefertigtes Bild, was einem, vorgegaukelt wird, in den Kopf gepflanzt wird. Und was man sich auch selber macht. Was man sich natürlich dann, klar, aufgrund dessen eben auch selber so macht. Und dann muss man sich eben entscheiden, möchte man es so haben oder will man vielleicht diesen steinigen, schweren Weg gehen und vielleicht etwas ganz anderes erleben und dann plötzlich so eine Entscheidung treffen. Also das finde ich, es ist eine Entwicklung, die mir echt, die mich traurig macht oder die mich irgendwie so, mache ich mir schon so meine Gedanken darüber. Da denkt man gleich an irgendwelche Utopien oder irgendwelche Dystopien, irgendwelche Science-Fiction-Geschichten und schlimme. Das ist, ich glaube, dass... Ja, traurig brauchen wir jetzt hier nicht sein. Also es gibt ja auch keinen Grund zur Traurigkeit. Das ist, das haben wir ja nun auch in der letzten Folge schon, glaube ich, ganz gut, oder hast du ja ganz gut erklärt, dass, es gibt keinen Grund, ein Kind von Traurigkeit zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Nö. Das macht man sich ja immer selbst, ne? Eigentlich. Klar, ja. Ja. Was denkst du, haben wir jetzt so? Ja, machen wir. Punkte? Sind wir jetzt ganz gut? Ich denke, wir sind mal an einem guten Punkt, wo wir sagen können: erstmal Schluss für heute. Genau. Und dann. Also kein Kind von Traurigkeit. Ja. Lebensbejahend. Genau. Stürzen wir uns dann in Folge 3. Genau, so machen wir es. Okay. Ja. Alex, danke für deine Zeit. Ja, schön. Danke dir, Kaba. Tschüss. Bis bald. Long day in the sun. Said it's been a long, 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 long day in the sun. Finally evening comes, so me sit down round a back and read a book and hold a jar. Soon you know me not fi take no shot from no boy, cause me don't have a plan for them. And it no mean I go say no man for them. Cause if a book them a read and a treat we like clown, who say we have to take it lying down? Knowledge is the power, we control the tower and rival Elizabeth crown. Yeah, things will be better. Up, up, me say step on elevator. Rise with the wind like a feather. Fly with the eagle, then me sing like a bird. Yeah, things will be better. Up, up, me say step on elevator. No matter what the time or the weather. I never give in, no, I never give in, no, and I will always grow as long as I'm living, yeah, I'm living, oh yeah. Now if a poverty in the way, we slap him with a book, you see gloom and dismay. We slap him with a book, all evil save way. We slap him with a book, determination on display. Things will be better, up, up, me say step on elevator. Rise with the wind like a feather. Fly with the eagle, let me sing like a bird. You set me life better, up, up, me say step on elevator. No matter what the time or the way. Day in the sun. Said it's been a long, long, long.
can't go sport no gun for make them come hunt me down when the troops them deploy. Disrespect all I call man boy, I rather sing one song for them than make my family come sing no song key then. Because enough them sink and I pass along down. That's when you get to take it lying down. But knowledge is the power, we control the tower. So don't make them catch you spellbound, cause things will be better. Up, up, me say, step already there.